Das hier ist auch nicht schlecht. So eine schmale Straße, hier noch so eine Grillecke. Schnutzekopf. Krassen Verkehr auf so einer hohen kleinen Straße. Ja, nun? Was man nicht so alles findet hier. So Leute, ja, du bist doch ein Hirsch. Ich bin an meinem Abendessen dran. Ich mache mir heute einfach eine Gemüsebouillon. So eine fixfertige. Der riecht noch von gestern nach Fichtennadel. Auch nicht schlecht. Oh. Wenn man nicht alles selber macht, was? Naja, noch ein bisschen Morsch, ja. Ey, mach mich jetzt nicht fertig hier. So.
So, dann gönne ich mir jetzt mal den Salat, ne? Ich bin heute auf den Berg raufgestiegen. In der Hoffnung, dass auf dem Gipfel noch eventuell Empfang ist. Dem war nicht so. Jetzt werde ich wohl oder übel den Standort wechseln, weil das bringt ja auch nicht wirklich was, wenn ich das Zeug dann auch nicht hochladen kann. Heute gehe ich wirklich früh ins Bett, ja. So.
Gar nicht. Ach, wir können ja das Feuer noch ein bisschen einfach so für sich Stimmung. Am Leben erhalten. So. Meine Becher. Einmal Bouillon, bitte. Ich sollte für morgen noch Tee machen, hä? Der große Topf ist noch gut. Boah, da drückt es ja richtig das Harz raus, das brodelt richtig. Das will ich natürlich auch nicht, dass es dem Baum schlecht geht. Boah, auch noch nie gesehen so. Schade, viel zu heiß.
ich mir jetzt noch einen kleinen Tee. Und die Flaschen noch auffüllen, einige davon. Ist auch schön ab und zu. Wenn einfach gar nichts ist. Einfach nur da sitzen kann. Ganz schön aufgeheizt. Einen Tee. Jetzt kommt der zweite.
So, in der Zwischenzeit kann ich euch ja mal noch schnell zeigen. Ich dachte, da oben hat es vielleicht der hier hat es vielleicht noch Empfang, aber denkste. Oh, da kommen noch zwei Wanderer runter. Okay. Vielleicht hätte ich mal darauf gehen sollen. Naja. Auf jeden Fall macht es nicht viel Sinn, wenn ich jetzt in diesem Tal bleibe. Und bis ich hier draußen bin, wird es ein paar Tage gehen. Das habe ich heute von einem Gasthaus aus angerufen. Jetzt mal schauen, ob es klappt, dass man mich morgen holt. Und eine Etappe weiter absetzt. Ja. Weil auch wenn irgendwas sein sollte oder so, bist du voll am Arsch mit so viel Gepäck. Und ich habe auch kein Geld dabei. Von dem her ist es schon besser, wenn man irgendeinen Empfang hat. Auch wegen den Videos, ich meine. Wofür mache ich denn die Videos, wenn ich sie nicht hochladen kann? Ja. Heute habe ich noch meine Wäsche und das Zelt getan, falls wieder anfängt zu regnen. Von dem her ist das auch geil. Auch Gepäck und so kannst du eigentlich unterm Zelt lassen. Ja. Habe ich gerade ein Video geschaut. Da haben sie Brot gemacht aus Grassamen. Und in den Kommentaren ist viel gestanden. Wow, wie aufwendig das früher war, wie hartes Leben, das sie gehabt haben und so. Leute, vergesst nicht, ihr ganzer Tagesablauf war anders. Ihre ganze Einstellung zum Leben war anders. Und vor allem, sie waren noch nicht so bequem, dass sie alles um sich einfach so hatten. Von dem her war ihre ganze Philosophie anders aufgebaut. Klar war es härter, aber sie waren auch freier. Viel freier. Für uns ist es jetzt hart, weil wir weder das Wissen haben, noch planen wir in dieser Art und Weise. Und wir gehen jetzt mit unserem Minimalwissen raus, pflücken hier ein paar Grassamen und das war's dann, oder? Oh, das mühsam, so viel, da, da. Und auch das ganze andere Essen oder die Gewürze oder... Wir haben einfach keine Ahnung mehr.
Und dann ist es kompliziert, dann ist es aufwendig. Aber ich hätte 10-mal lieber das Wissen und für den Rest nicht. Die Abhängigkeit ist ja schon unser Untergang. So, dann brauchen wir den Steripen auch mal. Einfach so tun. Das sind wir. Das sind wir mal benutzt haben. Quellwasser wäre hier bei uns nicht unbedingt nötig, vor allem nicht bei so einem großen Bach. Da reinigt sich schon selber. Halt immer noch etwas am besten. Weil nach dem Gemüsebouillon ist es doch ziemlich salzig. Sieht schon geil aus, es ist ein faulig zurück. Gut, haben wir das auch mal. So, den Tee lassen wir jetzt so auskühlen bis morgen früh. Dann kann ich ihn noch umfüllen in die Flaschen. Dann fangen wir dann langsam morgen an abbrechen und hoffen, dass wer kommt. Wir können ja nicht kommunizieren ohne. Ja, so viel zu dem.
glaube, jetzt werde ich mich langsam ins Zelt begeben. Ja. Schnell aufräumen. Und dann sehen wir uns drin. Bis dann. Uje. Jetzt werde ich noch mein erstes Gewitter bekommen hier. Ich hoffe, der Tee fällt nicht runter draußen. Und ich werde auch im Zelt bleiben. Nicht die Gewittervorschriften befolgen. Das heißt, ein Poncho raus. Irgendwo hinkauern. Ich denke mal, der Blitz hat 10.000 andere Orte, die interessanter sind für ihn. Also ich hoffe es mal. Ja, falls wir uns nicht mehr hören, hat er sich doch diesen Platz ausgesucht. Gut. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao.